Hallo liebe Freunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni. Es geht weiter mit der Folge 071 und ich habe ja hier ein paar Sachen angesetzt. Krisensitzung, Essen, Spieleraussprache und dann geht's gegen Stuttgart 2 und ich hoffe, dass wir dann wieder fit sind. Ja, das Meloni hat im Moment keine Bleibe. Ich habe ja alles verkauft, alles für die Sache hier, was eine Steinhülle könnte ich mir kaufen oder ich könnte mir einen Müllcontainer nehmen, ein Einmannzelt. Was passt denn jetzt hier? 90 Euro Kaninchenbau, ein Iglo, ein Indianerzelt, ein Steinzeithaus, eine Biogasanlage, ein Hochsitz, ein Strohhaus, eine Bambushütte. Komm, ein kleines Zimmer. Kleines Zimmer kaufe ich mir. Ja, wo kann ich denn kaufen? Kleines Zimmer will ich doch haben. Habe ich kein Geld oder was? Ne, so viel Geld habe ich nicht. Ach komm, ich kaufe mir eine Scheune. Kleines Zimmer, ich kann es mir nicht kaufen. Eine Bambushütte, ich kaufe mir eine Bambushütte. Haus zum Wohnen kaufen. Ja, das Meloni wohnt in der Bambushütte. So weit bin ich schon runtergekommen, Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. Lassen wir uns jetzt nicht verrückt machen. Bin gespannt, was die Krisensitzung und die Spieleraussprache bringen. Bin ich sehr neugierig drauf. Ich denke, ihr auch. Jetzt gehen wir erstmal essen. So, Spieleraussprache. Schön, dass Sie mit allen Spielern sprechen, sagt Starke. Ist das alles ein Urlaub, sagt Markus. Wer hat da was auf meine Trinkflasche geschrieben, sagt Feldmann. Die eingespielte Liste zu wünschen übrig, sagt Kühnemann. Und Safran sagt, konditionell sind andere Teams derzeit stärker. Ja, da haben sie gar nicht mal so Unrecht mit. Also, Krisensitzung. Wenn sie ständig Krisensitzung machen, bringt das auch nichts. Ihre Spieler verlieren zusätzlich. Also, das ist in die Hose gegangen. Der Restaurantbesuch hat ein bisschen wieder ausgeglichen. Ja, Leute. Es ist eine kleine, hausgemachte Krise. Und nur ein Sieg kann uns da wieder rausholen gegen Stuttgart. Ganz klar. Spieltag und wir sind auch noch das Top-Spiel. Ja, weil wir ja auch oben drinne stehen, ganz klar. Also VfB Stuttgart 2, können wir das mal gerade mal notieren. Gegen uns, gegen FC Hansa Rostock. Das ist ein Auswärtsspiel, das kommt noch dazu. Und das ist der 27. Spieltag, habe ich schon notiert. Das ist das Topspiel, wollte ich mir noch notieren. Ja, jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Was mache ich jetzt? Es sind einige Spieler außer Form gekommen. Das sind genau die Spieler wie Halli Safran hier. Im Hinspiel habt ihr gerade gesehen. Also ich nehme Mike Wunderlich rein. Und ich nehme Afdijay mit. Das ist ja ein Spieler, der von euch gewünscht ist. Halli Safran nehme ich wieder mit rein und dafür nehme ich Panjukov wieder mit ins Team. Fischer bleibt jetzt mal draußen. Und rechts kommt wieder Jennecke hin. Und es kommt Ruprecht wieder in die Mannschaft und Pelzer fliegt raus. So werden wir anfangen. Gucken wir uns mal den Gegner an. Ja, und das sehen wir schon. Dann nehmen wir Kakao. Oh, Kakao. Mensch, meine Hacke. Wir müssen anders spielen. Abseitsfalle weg. Wir gehen auf 5.
25% in das Konterspiel rein. Werden etwas später attackieren. Passspiel lang und hoch. Dadurch, dass wir hinten drin stehen, versuchen wir durch dieses Spiel die Spitzen einzusetzen und ich werde natürlich eine Prämie aussetzen. Letztes Mal hat es leider nicht funktioniert. Ich hoffe jetzt. Leute, guckt euch das Team an, wo wir gegen spielen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Oh Mann. Oh Mann. Und dann noch Kakao, der ehemalige Nationalspieler. Ja, drückt mir die Daumen, Leute. Heute, das Spiel ist so mega wichtig. Wir brauchen jetzt wirklich volle Konzentration und vollen Power, weil sonst geht uns hier der Aufstieg flöten. Drückt also mir die Daumen und seid dabei und guckt mit. Willkommen hier in Stuttgart. Zmeloni hat Schnappatmung und es ist so ein mega wichtiges Spiel. Ich glaube auch mittlerweile, dass jeder Spieltag jetzt eine Art Finalspiel darstellt. Wir sind am 27. Spieltag und es sind noch viele, viele Spiele und alle Mannschaften rücken da oben immer näher. Die einzigen, die meiner Ansicht nach ungefährdet sind, wo der Aufstieg eigentlich schon wirklich perfekt ist, ist RB Leipzig. Aber ansonsten kämpfen da viele Mannschaften wie Heidenheim, wie Bielefeld 2. Und das war hier ein guter Schuss von Safran. Ich hoffe, dass er wieder zur alter Stärke findet hier in Stuttgart. Heidenheim, Münster, Hoffenheim, Dortmund, alles Mannschaften, die um die begehrten Plätze kämpfen. In Elversberg habt ihr ja gesehen, die kämpfen im Abstieg um die allerletzte Chance, drinnen zu bleiben in der dritten Liga. Das ist Gott sei Dank unser Problem nicht. Darum geht es bei uns nicht. Uns geht es darum, endlich eine Liga höher zu kommen. Das hätte wahnsinnige finanzielle bessere Voraussetzungen zur Folge für uns. Von der sportlichen Perspektive gar nicht gesprochen. Und da ist Mori. Erster Schussversuch und der Nachschuss von Wunderlich. Aber der verzieht hier, wie wir sehen. Und es bleibt 0:0. Und verfolgt oben links den Ticker mit. Denn da sehen wir ja die Spiele der anderen Mannschaften. Jetzt. Da sehen wir oben. Freiburg gegen Hoffenheim. Hoffenheim geht in Führung 1:0. Das ist nicht gut für uns. So, und da wird, ich weiß gar nicht, wer da gefolgt wurde von uns. Auf jeden Fall gibt es eine gelbe Karte für Janzer. Mori wurde hier gefoult. Wo ich schon mal froh drum bin, ist, dass meine Mannschaft ruhig anfängt und das sieht alles erstmal stabil aus. Ist nicht so fahrig, nicht so nervös wie in den letzten Spielen. Und die nächste Karte. Nee, gelb-rot und das spielt uns in die Karten. Gelb-rot für Janzer. Zweimal hintereinander, das war einmal zu viel. Er geht und das gibt uns die Chance. Jetzt sind wir oben unter Haching gegen Regensburg. Regensburg führt 1:0. Das ist allerdings jetzt ein Spiel, was nicht so wichtig ist für uns. Und Markus schießt den Freistoß. Unser Markus, der jetzt 5 Jahre Vertrag verlängert bekommen hat. Da ist Mori. Wieder ein guter Schuss von ihm. Aber der Torwart bei Stuttgart ist ein guter und er hält zum zweiten Mal Stand. Und da ist Osnabrück gegen Paderborn. 0:1. Paderborn führt gegen Osnabrück. Safran, Mori. Mori scheint einen guten Tag zu haben, glaube ich, heute. Setzt sich auch hier wieder durch und da auch. Kommt zum Schuss und knallt das Ding oben in den Winkel rein. 1:0, sein 11. Treffer. So langsam wird er unser bester Torschütze. Hier habe ich das Gefühl. Safran zieht einfach nicht mehr nach, aber Mori hat auch die körperliche Präsenz hier auf dem Platz. Und das tut uns natürlich gut. Das ist jetzt erstmal ein ganz wichtiger Mosaikstein, der uns vielleicht am Ende dann doch die Meisterschaft, nee, nicht die Meisterschaft, aber den Aufstieg bringt. Bin jetzt ein bisschen leicht euphorisiert, weil es läuft gut. Meine Mannschaft spielt ruhig. Wir haben einen Spieler mehr auf dem Platz durch die gelb-rote Karte von Janzer. Und Stuttgart macht heute nicht den Eindruck,
Münster führt 1:0. Das sehe ich gerade oben. Wieder Mori. Also der will es heute wissen. Der will es heute wissen. Kieler Störche sehe ich gerade oben liegen zurück. Wien gegen Münster. Münster führt 2:0. Also Münster macht ernst. Das würde ich mir für unser Spiel auch wünschen, dass wir auch hier das zweite Tor nachlegen, so früh wie möglich, dass hier Ruhe ins Spiel reinkommt. Es ist ja Ruhe drin, aber nicht, dass wir den Gegner nachher noch aufbauen am Ende des Spiels. Schulz kriegt den Ball hier nicht ein bisschen zu steil gespielt. Da, das sind die Rostocker Fans, die ich da höre. Oh, da geht Markus böse zum Werke. Kassiert hier zu Recht eine gelbe Karte, wie ich finde. Ja, das musst du nicht machen, Markus. Das brauchst du nicht. Das kannst du besser. Das hast du gar nicht nötig bei deinem Talent. Und Elversberg gegen Heidenheim. 1:1. Die Elversberger scheinen im Abstiegskampf sich noch lange nicht verloren gegeben zu haben. Das ist auch eine schöne Geschichte, die da so ganz parallel mitläuft. Hennig, habe ich noch gar nichts von heute gesehen. Liemens. Wunderlich. Mori. Mori! 2:0. 2:0. Läuft! Das ist jetzt sein 12. Treffer in der laufenden Saison. So langsam kommt er in die Nähe von Savran, der ja 15 Treffer hat. Von Savran sehen wir gar nichts in dem Spiel heute. Ne? Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Seit der Vertragsverlängerung ist bei ihm einfach kein Lauf mehr da. Aber Gott sei Dank ist Mori da. Läuft richtig schön. Ja gut, bei Markus werden wir wahrscheinlich bald reagieren müssen. Aber noch ist alles im Lot. Wir haben ja auch einen Spieler mehr auf dem Platz. Zur Not könnten wir auch so einen Ausfall verkraften. Aber dadurch will ich es gar nicht ankommen lassen. Schön, wie sich hier wunderlich einsetzt. Gewinnt zwar nicht den Zweikampf, aber allein die Tatsache, wie er hier kämpft, das gefällt mir. Vielleicht auch heute mal die Chance für Afdijai reinzukommen. Jetzt holen aber hier die Stuttgarter eine Ecke raus. In Wolfsburg sehe ich gerade oben, geht durch Ben Khalifa 2:1 in Führung. Ja, jetzt hat Halli Safran die Chance abzuziehen. Nur noch ein Verteidiger vor sich, den müsste er jetzt abschütteln. Aber der bleibt dran, der bleibt hartnäckig. Safran bleibt aber auch hartnäckig. Safran! Tor durch Safran, sein 16. Treffer. Und das ist ganz alleine ihm zuzuordnen. Den hat er sich wirklich erkämpft. Das ist super. 3:0. Und da können wir auch sicherheitshalber jetzt den guten Markus rausnehmen. Ziehen dafür Schulz zurück, der ja auch auf der Position spielen kann. Und dann kann Starke mal eine Chance kriegen. Der Manfred, genau. Und ich würde gerne mal Afdijai sehen. Warum denn nicht? Wir führen 3:0. Das ist vielleicht jetzt so ein Spiel, wo ich ihn mal bringen kann. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht den Fehler mache. Da gibt es aber weiter eine gelbe Karte, weiter ein Foul. Ach, und das freut mich auch für Savran, dass er jetzt endlich mal so einen Zweikampf für sich entscheiden konnte. Da war wirklich pure Energie zu sehen bei ihm. Und er will wieder und das freut mich. Und jetzt ist Afdijai das Talent, was von euch ja gewünscht war. Da habt ihr ja drum gekämpft. Und ich wünsche euch auch für euch, dass er jetzt ein gutes Spiel macht. Das wäre doch toll. Wäre für uns alle hier toll. Und da ist Mori, kann den Ball auf links, auf Starke bringen. Auch für ihn jetzt mal die Bewährungsprobe. Verliert aber den Zweikampf hier. Und jetzt Rojas auf links. Hat jetzt Platz auf der Seite. Läuft aber kein Spieler mit. Und Starke tut sich schwer hier. Ja, kriegt jetzt auch hier die gelbe Karte. Ich will mal gerade gucken, ob wir... Das ist zwar jetzt die Höchststrafe wahrscheinlich für ihn.
neben René Klingenburg auf links. Tut mir jetzt leid für ihn, das ist Höchststrafe. Er ist noch ein paar Minuten drin, aber das ist mir zu gefährlich. Ich will mir diesen guten Sieg, die gute Leistung der Mannschaft jetzt nicht dadurch versauen lassen, dass wir frühzeitig dezimiert werden. Den Vorteil, einen Spieler mehr auf dem Platz zu haben, möchte ich mir nicht nehmen lassen. Es zählt jetzt nur der FC Hansa Rostock. Es geht hier nicht um Einzelschicksale. Und jeder hat hier sich dem Erfolg unterzuordnen. Das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt. Und Leon zeigt, dass ich ihn zurechtgeholt habe. Tolle Parade gerade von ihm. Der sah von der einen Seite aus, als wenn er im Tor war, aber hier sehen wir es nochmal genau. Er geht am Tor vorbei und trifft die Hintertorstange. Und da ist Afdijay. Schöner Pass hier von ihm. Da kommt da wieder ein Ballbesitz. Oh, verteilt die Bälle gut hier. Aber den Ball kriegt der Jenike leider nicht. Aber schöne Ansätze von dem Afdijay. Der ist ja noch jung, den können wir uns ja ganz in Ruhe aufbauen. Für ihn aber heute ein wichtiges Spiel, dass er mal zum Einsatz kommt. Die Stuttgarter scheinen hier mit allem überfordert zu sein. Jetzt kommt Audel für Kakao. Die machen jetzt nicht mehr den Eindruck, dass sie uns heute hier gefährlich werden können. Das kam auch gerade zur rechten Zeit. Also der Sieg heute ist so mega wichtig. Da kann ich gar nicht oft genug behaupten, wie wichtig. Das war so ein... Es ist so ein Schlüsselspiel heute. Verlierst du das, geht die Talfahrt weiter, dann ist wahrscheinlich alles in Gefahr. Gewinnst du das, stabilisiert sich die Mannschaft vielleicht wieder und dann geht es positiv weiter. Und jetzt hat hier Safran, schade, ist abseits. Und jetzt haben wir aber erstmal dann wieder Wasser unterm Kiel, wie man so schön sagt, aus der Seefahrersprache. Und das bringt uns erstmal wieder in Sicherheit. Und solange du vorne liegst und siegst, kann dir ja eigentlich nichts passieren. Dann hast du es ja noch selber in der Hand. Ja, die Fans von Stuttgart geben nicht auf, aber schaut bitte mal aufs Ergebnis. Da ist für euch nichts mehr zu holen. Jetzt ist auch die offizielle Spielzeit rum. Es verletzt sich keiner mehr. Oh, das ist ein genialer Pass von Klingenburg hier auf Halli Safran. Oder Mori ist das? Mori! Hätte um ein Haar hier das 4:0 gemacht, dann hätte er 3 Tore erzielt in dem Spiel. Aber er war es, der uns auf die Siegerstraße gebracht hat und Halli Safran sein Einsatz, sein Fighting, sein Spirit, den er da in diesen Zweikampf reingelegt hat, wo er das Tor erzwungen hat, regelrecht. Also das war schon toll. Wir gucken es uns nochmal an. Hier sehen wir die Tore von Mori. Und das war dann, wo uns das ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Und dann sehen wir noch das dritte Tor hier von Halli Safran und wie er sich dagegen mehrere Verteidiger durchsetzt. Das ist schon klasse. Das wird sich natürlich auch für ihn positiv auswirken. Und wir sehen, er ist sogar der beste Spieler. Das freut mich für ihn. Und durchweg gute Noten. Auch das ist klasse zu sehen. Und in der Tabelle. Es bleibt bei dem einen Punkt Vorsprung vor Preußen Münster. Weil Preußen Münster auch gewonnen hat. Und zwar sehr deutlich. Nämlich 4:0. Gegen Wien Wiesbaden. Und die sind ja nun mal keine Laufkundschaft. Also das ist natürlich ein Zeichen, dass Preußen Münster jetzt auch mit aller Macht Aufstieg will. Aber zwischen Hoffenheim und uns liegen schon mal 4 Punkte. Das heißt, wenn wir den direkten Aufstieg nicht schaffen, haben wir immer noch die Relegationsmöglichkeit. Aber im Moment haben wir es selber in der Hand. Und wie spielt RB Leipzig? Gewinnt 1:0. Und Elversberg
Wir haben die gespielt. Bielefeld hat verloren. Ja, Bielefeld sehen wir jetzt auch 43 Punkte, die sind raus. Die sind raus. Im Moment haben die mit dem Aufstieg nichts zu tun. Das beruhigt mich auf der einen Seite sogar ein bisschen, weil vor denen hatte ich am meisten Respekt, wie ihr ja gemerkt habt. Aber die sind raus. Die sind erstmal raus. Es geht bis Heidenheim. Also Heidenheim, Regensburg, Hoffenheim, Münster und wir. Wir kämpfen hier um diese begehrten Aufstiegsplätze. Ab Heidenheim ist dann doch schon eine sehr große Lücke. Und das beruhigt mich. Wir schütteln Woche für Woche dann doch immer mehr Verfolger ab. Und dann ist der Kampf nur noch unter wenigen Mannschaften. Und da würde ich sagen, ist Preußen Münster derzeit die gefährlichste. Ja, und Elversberg wollte ich ja noch gucken. Wie haben die gespielt? 1:1. Also die, wie gesagt, die geben nicht auf. Aber Holstein Kiel hat auch versucht dagegen zu halten. Ich habe gesehen, 2:2 stand es, aber jetzt am Ende haben sie 3:2 verloren. Nun gut, Stimmen zum Spiel. Ich sage in der PK, in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gezeigt. So gut habe ich meine Mannschaft selten gesehen. Mit welcher Leidenschaft sie nach vorne gespielt hat. War schon klasse. Wir wollten unbedingt gewinnen und sind ein unglaubliches Tempo gegangen. Ich bin rundum zufrieden. Ja, ohne Worte. Spieltag Statistik. Ach, hier unser guter Fadi von Bielefeld. War ja mal bei uns gewesen, einer von uns. Und in der Tabelle müssten wir jetzt eigentlich sehen, dass Mori immer mehr kommt. Ja, er kommt. Aber Safran hat auch wieder mal ein Tor geschossen. Das tut ihm gut. Wunderbar. Dann schauen wir mal, wer der nächste Gegner ist. Und es ist kein geringerer als Borussia Dortmund 2. Oh Mann. Es wird jetzt jede Woche schwerer. Jede Woche wird es jetzt schwerer. Aber es macht auch tierischen Spaß. Dann sage ich erstmal Dankeschön. Wenn ihr dieses Video seht, müsste bei euch im realen Leben, sage ich jetzt mal, müsste, glaube ich, Dienstag sein. Montag oder Dienstag. Ich glaube, Dienstag wird dann sein. Und hier will ich aber nochmal gucken. Türpitz fällt aus. Afdijay sucht das Gespräch und sie vertragen sich jetzt. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das kann ich Ihnen ja mal sagen, dass er so ein bisschen mehr muss ich bei Flanken unbedingt verbessern, sage ich ihm mal. Und er verspricht, Sonderschichten einzulegen. Ja, Blacher, ich will ihn ja, ich darf ihn auch nicht vergessen. Er wird auch wieder seine Chancen kriegen. Kevin Long fällt aus. Jetzt will ich doch nochmal gucken, Blacher steht doch eigentlich bei mir in der Mannschaft, oder ist er, nee, Weidlich steht drin. Ja, dann werde ich wieder Blacher wieder mit reinnehmen. So. Okay. Gut, ich sage Tschüss, wünsche euch noch eine schöne Woche und schaut rein bei mir. Es wird spannend, Woche für Woche wird spannender. Also, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif.